Janik hier. In meinem Spiel Spider-Doll wird Mary Jane vom grünen Kobold entführt. Um sie zu retten, verfolgst du den Goblin, bekämpfst unzählige Gegner und musst sogar einen Apache-Kampfhubschrauber zerstören. Am Ende steht nur noch der Goblin zwischen Spidey und seiner Liebe. Darum habe ich diese Woche einen Bossfight erstellt. Aber bevor wir zu dem kommen, hat mein Boy hier jetzt einen weißen Anzug. Und wir wissen alle, dass Gegner mit mehr Swag stärker sind. Der normale Gegner schießt also 4 Kugeln. Und der neue hat sich die Waffe ein wenig genauer angeguckt und einen Knopf gefunden oder so. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber dank dem weißen Anzug kann er jetzt 7 Kugeln schießen. Und wo wir schon über Kugeln reden. Ich habe euch letzte Woche gefragt, welche Farbe die Kugeln haben sollten und die Mehrheit von euch war für Gelb. Das habt ihr gut entschieden. Gefällt mir. Der Kampf gegen den Helikopter ist ja schon so eine Art Boss-Battle. Aber gegen den Goblin soll es auf jeden Fall anders werden und nicht mehr auf den Dächern stattfinden. Also habe ich als erstes eine Lagerhalle gezeichnet. Nicht schlecht, aber auch noch nicht wirklich gut. Ich sollte das ein wenig hübscher machen. Jo, jetzt sieht's doch einigermaßen nach einer Lagerhalle aus. Ich weiß. Es ist immer noch nicht großartig, aber ich bin halt kein Künstler und besser kann ich es leider nicht. Als nächstes habe ich den Goblin in die Halle gesetzt und jetzt fliegt er da ein wenig random rum. Perfekt. Jetzt muss er nur noch kämpfen können. Die Lieblingswaffe vom Goblin sind wohl seine Bomben. Hey Spidey, das ist eine Bombe. Pass auf. Ah, Junge, lass die Bombe mit dir verdeckt. Ah, nein, Spidey, lass. Irgendwie braucht der Goblin aber auch eine Möglichkeit, die Bomben zu werfen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also habe ich erstmal seine Hände in Bomben verwandelt. Cool, aber nicht sehr hilfreich. Wir kennen doch alle diesen einen Jungen bei den Bundesjugendspielen, der den Ball so geworfen hat. Jo, Kevin, das war scheiße. Aber die Wurftechnik passt perfekt für den Goblin. Gegen ihn zu kämpfen, während er dich mit Bomben bewirft, macht auf jeden Fall schon mal ordentlich Spaß. Aber es wäre dann doch ein wenig langweilig, wenn der Kobold nicht mehr Attacken hätte. Im Spider-Man-Film ist vor allen Dingen eine Attacke besonders wichtig. Die "Ich habe ein Messer beim Gleiter und er stecht mich damit selbst" Attacke. Finde ich gut. Der Goblin kann also Klingen aus seinem Gleiter ziehen und kriegt noch ein paar Messer. Warum auch immer. Und dann fängt er an, dich zu jagen. Also, zumindest tut er so. Bruh. Ich habe das ein wenig verbessert und jetzt trifft er dich, egal wo du dich versteckst. Zumindest, wenn du nicht ausweichst. Und frag nicht warum, aber er fängt auch noch an, seine Arme zu kreisen, wie Kevin bei den Bundesjugendspielen. And I think that's beautiful. Ich habe ihm dann noch eine letzte Attacke erstellt. Die Bomben gefallen mir ziemlich gut. Da habe ich mir gedacht, wir brauchen mehr. Also kann der Goblin jetzt wie so ein verrückter Bomben in alle Richtungen schmeißen. Und ich hatte recht, das ist ziemlich episch. Damit der Bosskampf fertig wird, muss der Goblin nur noch zufällig seine unterschiedlichen Attacken benutzen. Ihn zu besiegen ist verdammt schwierig, macht aber echt Spaß. Du kannst ihn abschießen, die Bomben durch einen Faden mit seinem Körper verbinden oder sogar den Goblin selber mit der Wand verbinden. Vielleicht ist das ein bisschen schwierig für Leute, die nicht meine Skills haben, aber das wird schon. Um das Spiel komplett fertig zu machen, muss ich jetzt nur noch die ganzen Level zusammenbauen, neue Soundeffekte erstellen und das Spiel ein wenig polischen. Ich hoffe, das Spiel diese Woche zu beenden, damit ihr im nächsten Video dann das fertige Spiel seht. Also bis dann, haut rein!